Einen schönen Vormittag. 10 Uhr fand ich ohne dies schon einen angenehmen Beginn und 11 Uhr ist noch besser. Ich danke für diesen Slot und überhaupt an der Stelle auch fürs Video einen herzlichen Dank und eine unglaubliche Bewunderung an das ganze Orga-Team für diese Konferenz. Das soll einmal gesagt sein. Ich komme aus Österreich, lebe in Wien, arbeite in Eisenstadt. Meine Fachhochschule ist in Eisenstadt, das ist sie abgebildet. Ich unterrichte in Studiengängen wie Information, Medienkommunikation, IT-Infrastrukturmanagement, Cloud Computing, Engineering, alles Mögliche durch den Gemüsegarten. Ich kann leider Ihre Folien nur indirekt aufnehmen. Ah, okay. Das haben wir vorhin umgebaut, aber wir können das gern noch versuchen zu ändern. Wir haben noch nicht gewusst, wie. Da gab es irgendwie so ein Kastel. Genau. Nee, der ist nicht, der scheint ja abgebaut zu haben. Das auch so gehen. Wenn Sie noch nicht mal auf die Seite geht, damit die Kamera die Folie einfangen kann. Ja. Dann, ja, sonst können wir schon mal kurz umbauen. Legen wir das hin? Ja, der andere Vortragende hat irgendwas geändert, was ich aber nicht weiß. Hier müssen normalerweise auch nicht mal so kleine Ketten stehen. Da sollte ich einfach mal. Das ist es nicht. Das ist es definitiv nicht. Und das auch nicht. Nein. Na dann. Heute habe ich das, ja, und wir veranstalten dort auch die hiesigen Linux-Wochen, die es in ganz Österreich gibt. Also auch bei uns. Ich bin einer der Veranstalter der Linux-Wochen in Eisenstadt, halte also dort die Open-Source-Fahne hoch. Und das kommt auch sehr gut an. Mittlerweile sind alle unsere Studiengänge betriebssystemunabhängig, wie wir es nennen. Aber heute trage ich über etwas vor, was ich selbst gemacht habe und was mich vielleicht auch ein bisschen mehr von den Interessen betrifft, irgendwie was ganz Konkretes. Es war mal nämlich ein Fotograf, der auch Videos drehen wollte. Das Ziel dieser Arbeit ist also, was ich möchte, sind gute, coole Video-Feature-Projekte. Irgendwie ein Video, das vielleicht hat 12 Minuten, 15 Minuten, das einen fotografischen Anspruch genügt, wo tolle Bilder drinstecken, die mir gefallen. Nicht Ziel ist Geschwindigkeit, nicht Ziel ist Profit, nicht Ziel ist Streaming. Ja? Also mir ist das eigentlich völlig wurscht, wie lange das rechnet. Unter diesem Titel steht das. Cinema Quality, also geringe Tiefenschärfe, große Sensoren, auswechselbare Linsen, das gehört dazu. Das heißt, in diesem Bereich ist eine Nachbearbeitung des Videos eigentlich fixer Bestandteil des Arbeitsprozesses. Und das nennt man, wie man weiß, Grading. Und was uns da begegnet, sind Videos und Dateiformate, von denen ich zuerst auch nicht wusste, was ich denn damit anstellen soll. Exposure to the right, log curves und alles Mögliche. Ist das im Publikum allgemein bekannt oder soll ich das? Okay, dann gehe ich auf diese Dinge ein. Was ist jetzt eigentlich Color Grading im Gegensatz zu, also Video Grading im Gegensatz zu Videoschnitt? Das ist im Wesentlichen Farboptimierung und Bildoptimierung des Bilds. Es ist nicht der Schnitt, die zeitliche Abfolge. Also das ist von der Blackmagic Homepage. Die sagt, okay, so wollen wir es nicht, so wollen wir es nicht. Eigentlich wollen wir es so haben, das Video. Das von meinem eigenen Video, leider sieht man das am Projektor sehr schlecht. Das ist also komplett dunkel hier. Ich will auch hier alles sehen und hier in diesem Video, zumindest wenn man es sich auf dem Bildschirm ansieht, sieht man alles da drinnen. Da sieht man die Straße, da kommt dann später ein Radfahrer. All diese Dinge stecken ja in dem Material drinnen, das will ich also auch herauskriegen. Wie wir wissen, besteht ein Video im Wesentlichen aus hintereinander abgespielten Bildern. Das heißt, ich könnte, habe gehofft, meine Erfahrungen aus der Bildbearbeitung hier einzubringen. Allerdings auf dem Weg von den Bildern bis dann auf unseren Computer passiert dem Video alles Mögliche, Codierung, Kompression, das wird in einem Codec zusammengefasst. Um hier ordentlich arbeiten zu können in dem Bereich, brauchen wir hohe Auflösung, wenn es geht, keine B-Frames, also oder Intermediate Frames, also Frames, wo nur die Unterschiede transportiert werden. Wir brauchen ein hohes Kompressionslevel, also sprich möglichst viele Bilddetails, nicht soll wegfallen, progressive, also keine Interlaced Videos. Ja, und da kommen so, begegnen einem so Dateiformate wie RAW-DNG, 10-Bit ProRes, MGPEG und so weiter. Das ist zum Beispiel das Dateiformat, mit dem man dann in Cinelera gehen kann. Motion JPEG ist im Wesentlichen einfach ein JPEG nach einem anderen in einer großen Datei. Damit kann man schon sehr gut arbeiten. Die brauchen auch ordentlich Platz.
Also 16-Bit RAW DNG kriege ich 23 Minuten auf eine 64-Giga-Karte. Mit 10-Bit ProRes sind schon 53 und Motion JPEG geht deutlich mehr. Aber das ist sozusagen das Dateiformat, das uns die meisten Daten liefert, mit dem man dann am meisten anfangen kann. The Tools of the Trade. Dieses Bereich war bis jetzt von Open Source Gedanken praktisch frei, weil auch die grundlegende Hardware einfach für Amateure viel zu unerschwinglich war. Also ich rede über eine Arri Alexa oder eine Blackmagic Ursa oder dergleichen. Nur mit dieser Kamera, also ich möchte jetzt keine Werbung machen, das ist einfach ein Faktum, ist dieser Bereich auch in den Amateurbereich eingetreten. Die Blackmagic Pocket, ich habe meine mitgebracht, die steht da. Mit dem Mikro und irgendeinem Objektiv drauf. Die Kamera selber ist nur dieses kleine Teil hier. Die ist die erste, die in der Lage ist, Digital Raw zu liefern. Mit der kann man das also machen, dass man einfach mal aufnimmt und dann zu Hause praktisch in der digitalen Dunkelkammer schaut, was man mit dem Video macht. Das hilft aber auch bei Amateurvideos. Die GH4 mit ihren 4K, ich weiß nicht genau, was die liefert. Die GoPro Hero hat so einen Flat Mode, Pro-Tunes-Mode, zwar auch nur 8-Bit tief, aber irgendwie so ein bisschen Exposure to the Right, ich werde darauf noch eingehen. Aber ich habe zum Beispiel alte Spiegelreflex, die liefert noch nicht HD, die kann ich sehr gut upsamplen, deutlich besser, als das einfach so funktionieren würde. Also das Bereich ist durchaus auch für andere Anwendungen geeignet. Hinweisen möchte ich auf die Apertus, auf die Axiom, eine komplette Open-Source-Entwicklung, also Open-Hardware-Entwicklung, die ist mittlerweile für... mittlerweile sogar zu kaufen gibt, zumindest für Abonnenten. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie kostet, aber 2.500-3.000 Euro, und das ist wirklich ein sehr Vielfalt mit einem Vollformat-Sensor, bitte. Sensationell. Die wird diesen Markt ordentlich aufholen. Also das ist so der Bereich, in dem ich mich bewegen möchte, wenn man mich anschaut, okay, wie machen denn das die Profis, wie schaut dort Grading aus? Es gibt alle möglichen Software, die Preise sind jetzt ungefähr ein halbes Jahr alt. Man sieht, man liegt also durchaus im vierstelligen Bereich, und es ist eigentlich so, ich konnte das nicht wirklich rausfinden, es hat mich auch nicht so sehr interessiert, dass man spezielle Hardware braucht. Man muss also mit so einer Grading Station in der Industrie mit ungefähr 30.000 Euro rechnen, dann hat man ordentlich was dort stehen, mit dem man professionell graden will. Wie gesagt, das ist nicht mein Anspruch. Ja, ich habe mir die Blackmagic gekauft, weil ich eigentlich gedacht habe, dass ich dieses Programm zum Einsatz bringen kann, DaVinci Resolve, da gibt es eine Freeware-Version, die läuft unter Mac und Windows. Und gedacht, na, dann werde ich sie doch irgendeinen Emulator schmeißen. Ich habe sonst keine Windows-Computer laufen. Da wird es doch auch irgendwie gehen, einmal zumindest zum Ausprobieren. So weit habe ich es gebracht, danach Crash, und mehr hat diese Software mir nie mehr gezeigt. Ich habe das dann auch nicht weiter verfolgt. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass zeitlich nach meinem Tool etwas rausgekommen ist, das jetzt so irgendwo zwischen Alpha und Beta ist. Ich habe es nicht ausprobiert, aber das extrem vielversprechend ist. Natron. Man sieht schon am Link, da steht die Inria dahinter. Das ist die Schule, die auch Blender macht. Das ist auch eine Software, die dasselbe Interface verwendet in Blender und da in Verbindung steht. Aber was das heißt, Node-Based Video Compositing, ja. Was ist das Ziel dieser Software, ist also eher so Dinge zu machen wie, ich filme jemanden im Studio und möchte dann später auf einer Wolke sitzen haben, während er mit dem lieben Gott spricht oder ich weiß es nicht, oder irgendwie solche Effekte. Da geht es also eher um sehr komplexe, beinahe Trickfilmtechniken. Das ist nicht mein Anspruch. Und wie man das dann anschaut, habe ich das dann gar nicht mehr installiert, weil das sowieso mein Problem nicht löse, sondern ich habe eigentlich ganz andere Ansprüche. Da kommt der Softwareentwickler durch, ich bin das also gewohnt, ich schreibe irgendwas, ich mache irgendeine Rohfassung, und dann hätte ich gern sowas wie ein Make-File und ich sage Make-Video, und dann soll er bitte das Video graden, zumindest einmal grob, dann baue ich vielleicht ein bisschen ein anderes Make-File, wenn ich es etwas anders haben will. So etwas wollte ich eigentlich haben. Das heißt, ich sehe mein V-Grade gar nicht als Konkurrenz zu diesen Tools, sondern was ich haben wollte, war keine Spezialhardware. Ich wollte irgendwas haben, was gemütlich im Hintergrund meines Servers dahin tröpfelt in den Idle Times oder nichts anderes macht. Ja. Ich wollte die Gradings in einem Skript haben. Das ist noch alles sehr im Fluss. Ich will diese Skripts archivieren können, ich will sie in ein SVN schmeißen können, ich will sie vergleichen können, ich will Teile austauschen können, ich will diese Farbkodierung, aber mit einem anderen Schärfungsalgorithmus, all diese Sachen wollte ich haben. Dann kenne ich aus der Bildbearbeitung sehr gute Best-of-Breed-Software,
ich wollte dieselbe Bildqualität haben in meinen Videos. Ja, und ich will eigentlich, mir geht es um Bildqualität, nicht um Compositing. Ich mache hauptsächlich Landschaften und Natur. Also ich will jetzt nicht den Vogel vor einem blauen Hintergrund haben, es interessiert mich nicht. Der Hintergrund in der Natur ist wunderbar, so wie er ist. Und es geht mir auch nicht um Trickfilm, das ist sowieso eine andere Dimension. Das ist nicht, was ich hier machen möchte. Ja. Das waren meine Requirements. Also wie üblich wollte ich insgesamt eben Geld ersetzen durch Zeit, Hirn und Open Source Software. Das ist ja immer das Konzept. Wie gesagt, es gibt hervorragende Command-Line-Software. Wenn ich auf der Command-Line bleibe, kann ich ganz leicht eine Rendering-Farm anwerfen, es reicht mir SSH. Das Problem ist, nicht alle Top-Features, die ich wollte, sind in einem. Was liegt also näher, als diese Software zu verbinden? Wovon spreche ich? Was sind also die Tools of the Trade, die es schon lange gibt, die unglaublich viele Features haben, mehr als 99% der User kennen und wahrscheinlich genauso viele Entwickler. Das erste ist einmal FFmpeg. Das ist das Swiss Knife der Videobearbeitung mit unglaublich vielen Features und Möglichkeiten. Wenn man es einsetzen kann, ist es auf Videos natürlich deutlich schneller als das Zerlegen in Bildern und wieder zusammenbauen. Es ist extrem schlecht dokumentiert. Ich glaube, herauszufinden, was es tut, kostet fast so viel Zeit, wie es zu schreiben. Nein, das ist übertrieben, das ist polemisch, aber es ist wirklich kaum herauszufinden, was diese Filter alle machen. Es hat vor allem keine echte 48-Bit-Umrechnung, also zumindest in den mir bekannten Versionen. Und HD-Siluts, ich werde noch darauf eingehen, was das ist, funktionieren nicht. Damit war klar, FFmpeg allein ist es nicht. Gut, was gibt's dann? Image Magic. Das ist mehr eine Religion als eine Software. Mit Image Magic kann man alles machen, wenn man es machen kann. Also man schreibt einfach hin, was mit dem Bild passieren soll, in einem kilometerlangen Command-Line-String und das passiert dann auch. Es ist eigentlich eine Programmiersprache der Bildbearbeitung. Das kann natürlich alles, halt C-Loots, 48-Bit über Arithmetik. Dokumentation ist, sagen wir mal, besser als FFmpeg. Es gibt aber noch andere. Ein Fork von Image Magic ist Graphics Magic, kann nicht ganz so viel, ist aber deutlich schneller in manchen Bereichen, weil es einen Batch-Modus hat und damit nicht von der Shell auf jedem Bild geladen werden muss. Und man kann sagen, mach mit all diesen Bildern das, damit ist das deutlich schneller. 48-Bit-Arithmetik gibt's, aber da muss man selber kompilieren. In den derzeitigen Debian-Repositories ist es nur mit 24-Bit, ist recht übersichtlich, mäßig dokumentiert. Das ist natürlich ein Feature, das mich interessiert an vielen Stellen der Videobearbeitung. GMIC, kennen Sie das alles oder ist das alles neu? GMIC ist ein völlig unabhängig von Image Magic, also das sind alles, also bis auf FFmpeg, Command-Line-Bildbearbeitungstools. Das heißt, gegeben Bild, endloser Command-String, Ergebnisbild. Das ist, was die im Wesentlichen machen. GMIC funktioniert völlig anders als Image Magic, arbeitet mit Floating Point, das ist auf jeden Fall jenseits der 48-Bit. Und was vor allem da drin sind, ich gehe noch darauf ein, die allerbesten Noise Reduction und Schärfungsalgorithmen, die wir überhaupt nur kennen, ich erzähle euch noch darüber, recht gut dokumentiert, aber es kann meine halt C-Loots, die ich unbedingt brauche, wiederum nicht. Also machen wir doch das, war die Idee, das irgendwie zusammenzufassen und irgendwie mit all diesen Tools zu arbeiten. Ja, was braucht man noch? OpenCaller.io gibt es, um diversen Loots, also Lookup Tables heißt das, zu konvertieren, DC RAW, um RAW-Files zu extrahieren, ja, die Bash natürlich mit allen möglichen Standard-Tools, ja, und irgendwann wollen wir ja dann doch grafisch werden, ich verwende Geeky, GIMP, FFPlay und VLC, also absolute Standard-Tools, und mit dem grade ich meine Software. Das Installieren geht straightforward, lediglich bei dem Graphics Magic muss man selber kompilieren, da gibt es aber genaue Anleitungen, das ist relativ einfach. Ja, und dann war ja meine ursprüngliche Idee eigentlich, ich nehme FFmpeg, gebe meinen O-File einen irgendwie endlosen Command-Line-String und kriege mein fertig gegradetes Video. Ja, das funktioniert leider eben nicht, weil wesentliche Features fehlen auf diesem Weg. Deswegen bin ich dann also weitergegangen. Ja, und an dieser Stelle brauche ich eine wesentliche Unterscheidung in erstens Farbkonversion, also alte Farben werden zu neuen Farben und zweitens Bildverbesserungen, Sharpening, Convolution, Deshake, all diese Dinge, die man über ein Bild, das vom Sensor kommt, drüber laufen lässt, damit es für das Auge gefälliger wird.
Ja, warum 48-Bit Farbtiefe? Weiß jeder, was ein Histogramm ist? Okay, ein paar haben den Kopf geschüttelt. Man zeichnet einfach man nimmt alle Bildpunkte in so einem digitalen Bild her und zeichnet die Häufigkeit aller, deren Blauwert zwischen hier ist. Ja, also das ist Maximum, das ist Minimum. Das heißt, ziemlich viele Bilder haben genau diesen Blauwert und wenig Bilder haben diesen Blauwert. Das heißt, was lese ich daraus? Das ist dunkel, das ist hell. Viele Pixel haben wenig Blau, ein paar Pixel haben viel Blau, gar keine Pixel haben mittelviel Blau. Und das für Rot, Grün, Blau. Das ist das Histogramm, ein wesentliches Tool, um mit einem Bild umzugehen. Ja, wenn ich das Bild mit 8-Bit reinkriege und ich formatiere das, dann kriege ich so ein Histogramm. Was sagt mir das? Das sagt mir, dass ganz viele Farbschattierungen hier einfach fehlen. Das heißt, ich habe nicht mehr 8-Bit-Auflösung, sondern Farbauflösung, sondern wesentlich weniger. Und die Rechenungenauigkeit summiert sich und das kann man auch real sehen. Ich hoffe, dass das am Projektor rauskommt. Das ist zum Beispiel ein Video, das mich stutzig gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, dass diese Wolke hier einen zyanfarbenen Rand und irgendwie so ein lila Band da drinnen hat. Das ist unerträglich. Wenn man das mit 16-Bit rechnet, dann kommt dasselbe Bit in sauberen Farben, grau, wie eben die Wolke war, heraus. Das heißt, es ist wirklich auch in der Praxis notwendig. Man kann nicht sagen, na ja, das ist halt für die Pixel-Peeper, sondern das sieht man also wirklich. Das zweite, was einem begegnet, wenn man über Farben spricht, ist Exposure to the Right and Log Curves. Das ist eigentlich eines der Charakteristika, die Cinema-like Videos grundsätzlich machen. Eigentlich ein Trick, wie man praktisch aus 8-Bit real scheinbar mehr Bit herausholt, weil es folgender Effekt ist, das Helligkeitsempfinden und überhaupt die ganzen Empfindungen funktionieren ja logarithmisch, während die Helligkeitsansteuerung, also sprich der RGB-Code, linear ist. Ein halber Wert entspricht halber Helligkeit. Aber halbe Helligkeit entspricht einem gefühlten Helligkeitssprung minus. Und wiederum halbe Helligkeit, also jetzt sind wir von Viertel, ist wieder ein Sprung. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt 12-Bit 4096 Helligkeitsstufen habe, habe ich halbe Helligkeit bei 2048, Viertelhelligkeit bei 1024, ja, das ist ein Stop, noch ein Stop, noch ein Stop weniger. Das heißt, ich habe da unten, wo das fürs Auge sind diese Pfeile alle ungefähr die gleiche Helligkeitsunterschied. Ich habe da unten fast keine Graduierung mehr, nur mehr ganz wenig Farbstufen. Das kommt daher, dass die üblichen Codierungen so beschaffen sind, dass sie eben den Bildschirm ansteuern sollen und ausdrücken sollen, wie hell soll dieses Pixel am Bildschirm sein. Deswegen, das heißt, was gibt es für Probleme? Gradation im dunklen Bildbereich, Signal-to-Noise-Ratio und wenn ich dunkle Bildbereiche aufhelle, kriege ich dramatisches Banding. Also Banding nennt man, wenn es nur mehr ganz wenig Farben gibt und man richtig sieht, wo die eine aufhört und die andere anfängt. Abhilfe, die Mechanismen heißen Exposure to the Right, Log, Log-C und das ist eigentlich eines der wesentlichen Elemente vom Cinematographic Video, dass man mit solchen Kurven arbeitet. Das ist also ein normales Histogramm von einem Bild, das ist ja dasselbe Histogramm, wenn dieses Bild mit Exposure to the Right abgespeichert wird. Die Idee ist also, ich habe in meiner Kamera einen Sensor, der liefert Bilddaten, wahrscheinlich deutlich mehr als 16-Bit. Dann appliziere ich so eine Kurve darauf, komprimiere das auf 10-Bit, 8-Bit, wie auch immer und schicke dieses Bild dann in den Computer. Die große Frage bleibt, was mache ich dann im Computer damit? Wenn ich mir das anschaue, schaut das völlig grau und farblos aus. Wenn ich es mit der Hand kodiere, kommt nie was Gescheites raus. Das kriegt man einfach nicht von dich. Also wenn ich das mit der Hand verändere, sage okay, ich möchte halt irgendwie Hue, Gamma, irgendwas verändern, kommt da auch nie was Gescheites raus. Was ich also unbedingt brauche, ist die umgekehrte Kurve, um das wieder gerade zu rechnen. Da gibt es zwei Fragen. Erstens, woher bekomme ich die und wie wende ich sie an? Aber selbst wenn ich dieses Problem löse, nutzt mir das noch relativ wenig. Wenn ich die nämlich auf 8-Bit anwende und das Bild wieder grad rechne, dann brauche ich es gleich überhaupt nicht anwenden. Dann verliere ich wieder die Farbauflösung.
die ich ja eigentlich retten wollte. Was ich also haben möchte, was ich also unbedingt machen muss, ist, das nur als Containerformat zu betrachten, es da sofort den Computer wieder auf 48 Bit aufzublasen, dann meine Kurve anzuwenden und dann kann ich es eventuell mit der Hand nachgraden und wenn es dann die Farben hat, die ich gerne möchte, dann kann ich es auf 8 Bit runtersamplen. Das ist also der einzig mögliche Weg, um zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Ja, das ist ein Bild so automatisch gegradet von dem Video, das ich vorhin gezeigt habe. Und wenn man das mit der Hand nachgradet, wie gesagt, bitte, das ist ein Projektor, dann schaut das so aus, dann hat man schon ganz vernünftige Farben, die man sehen kann. Alles aus dem gleichen Rohmaterial. So, das Problem ist, dass diese Lockkurven herstellerabhängig sind, weil das passiert ja in der Kamera. Woher kriege ich die also? Da gibt es ja verschiedenste Mechanismen. Bei Arri gibt es eine Downloadseite, bei den Sony-Kameras gibt es eine Downloadseite, bei der Blackmagic gibt es freie Software, wo diese Daten drinnen stecken. Und es gibt auch eine ganze Menge Amateurseiten, die mit solchen Lookup-Tables handeln und die empfehlen und die kann man austauschen und die bestempfohlenen für verschiedene Zwecke kann man da runterladen. Was ist überhaupt ein Color-Lookup-Table oder sogenannter LUT? Das ist in Wahrheit einfach eine Abbildung RGB-Wert alt auf RGB-Wert neu. Wie auch immer das dann passiert. Das heißt, im Wesentlichen ist ein Würfel, wo an jedem Punkt dieses Würfels irgendein RGB-Wert steht. Ja? Das heißt, RGB alt ergibt RGB neu. So kann man sich das vorstellen, also praktisch eine Art dreidimensionale Tabelle. Zwischen den Werten kann man interpolieren. Wenn also ein Farbwert in der Tabelle nicht vorkommt, dann nimmt man sich die acht Werte, zwischen denen dazwischen ist und kann dazwischen interpolieren, da reicht eine lineare Interpolation völlig. Und mit so einem Lookup-Table ist eine beliebige Farbkonversion kodierbar, was auch immer das sein mag. Für diese Lookup-Tables gibt es die verschiedensten Formate, manche offen, manche weniger offen. Gott sei Dank gibt es OCO-Backlut und mit denen kann man die relativ leicht hin und her rechnen. FFmpeg versteht auch viele von diesen Formaten, aber wie schon gesagt, keine 48-Bit-Konversion. FFmpeg richtet sich immer nach dem letzten Format und das ist so gut wie immer 8-Bit. Und dann bin ich über etwas gestolpert, ich weiß bis heute nicht, was HALT genau heißt, aber es ist ein fantastisches Tool. Es sind die sogenannten HALT-CLUTs. Die Idee ist, ich nehme diesen Farbwürfel, der meinen Lookup-Table charakterisiert, und schneide ihn in Scheibchen von einem Bit Stärke. Und ein Scheibchen von einem Bit Stärke ist ein Bild. Und wenn ich die auf eine definierte Art und Weise nebeneinander lege, dann kann ich daraus jederzeit den Lookup-Table wieder regenerieren. Es gibt genug verlustfreie Bildspeicherverfahren. Das heißt, ich kann meinen jetzt in Scheibchen nebeneinander liegenden Würfel mit einer beliebigen Bild-Codierungssoftware kodieren und habe einen praktisch im Bild existierenden Lookup-Table. Das sind halt C-Loots. Und so schaut sowas aus. Das ist der Identity-Loot. Es interessiert mich gar nicht genau, welches Scheibchen wo liegt. Die Software weiß es, das genügt nur. Und HALT-CLUTs haben einen Haufen unglaublich guter Eigenschaften, die mir hier sehr weiterhelfen. Image Magic und Graphics Magic verstehen HALT-CLUTs. Zweitens, ich kann sie mit FFmpeg aus jedem beliebigen anderen LUT-Format oder zumindest einem 3DL-Format raus konvertieren, indem ich praktisch eine Identity LUT mit diesem Ding, also ich nehme da diese LUT und nehme da die Identity LUT und kodiere sie und kriege da den Lookup Table, der eigentlich vorher da drin war. Zweitens, HALT-CLUTs lassen sich stapeln oder würde man sagen, ist eine homomorphe Abbildung. Das heißt, wenn ich auf ein Bild zuerst die eine und dann die andere HALT-CLUT anwende, ist das dasselbe, wie wenn ich die zweite auf die erste anwende, die ist ja ein Bild
und dann die Summen halt Silut auf das gesamte Bild. Das hilft natürlich beim Videobearbeiten ganz hervorragend, weil ich kann alle halt Siluts einmal zusammenbauen und die Ergebnislut dann über jeden Frame drüber laufen lassen. Das spart enorm Zeit. Drittens, es löst mein Problem, dass Farbkonversionen ja doch etwas sind, das man händisch machen muss. Die Frage ist also, ich nehme das ein Beispielframe raus, editiere ihn, zum Beispiel im GIMP oder wo auch immer. Wie kriege ich diese Handkonversion jetzt über meinen Framesatz, sprich mein Video drüber? Das Problem konnte ich folgendermaßen lösen. Ich kodiere eine solche Identity-Loot da dazu, editiere die einfach mit, damit verfärbt sich die ganz genauso wie das Bild. Dann schneide ich sie raus und appliziere sie auf alle Frame und dann werde ich mir exakt die Farbkonversion, die ich jetzt komponiert habe, über alle Frames drüber getan. Vierter Vorteil, ich bin nicht mehr auf 16-Bit-Tools angewiesen, denn, wie gesagt, bei der Loot-Konversion gibt es ja Interpolation und ich kann praktisch mein Ergebnis von 8-Bit auf 16-Bit übertragen. Also wenn das zum Beispiel meine Gradationskurve wäre, das heißt dunkle Bilder, das heißt, da die Mitten werden ein bisschen angehoben und die Höhen werden ein bisschen gesenkt, und ich würde das beispielsweise nur in einer 3-Bit-Loot speichern, dann würde sich der 8 Punkte merken von dieser Kurve und dazwischen interpolieren. Und wir sehen, das ist eigentlich ziemlich nah dran. Also das, was man hier an Farbkonversionsgenauigkeit verliert, ist minimal schon bei 3-Bit, umso mehr bei 8-Bit. Also man kann sagen, ich mache das Bild in 8-Bit und nehme die 8-Bit-Loot und appliziere sie auf ein 16-Bit-Bild, dann kriege ich ein ziemlich gutes Ergebnis. Das heißt, ich kann sagen, ich arbeite auf 8-Bit so mal ungefähr und dann konvertiere ich den Arbeitsprozess auf einen 16-Bit-Konversionsprozess mit dieser Methode. Ja, also das ist, was ich mache. Ich arbeite zuerst auf 8-Bit, geht alles schneller und einfacher und nehme dann die gleiche Farbkonversion und verwende sie auf dem 16-Bit-Bild und verliere nur diese geringe Interpolationsunschärfe. Und das fünfte Vorteil, es hört gar nicht auf, ist, ich kriege damit verlaufendes Grading hin, weil oft, wenn ich einen Kameraschwenk mache von einem schattigen Bildteil in einem Gegenlichtbildteil, dann brauche ich ja in dem zweiten Bildteil ein anderes Grading. Also ich will noch nicht richtig Compositing gehen, aber doch solche sich ändernden Belichtungsverhältnisse muss ich irgendwie abfangen können. Die Philosophie von Raw Video ist, dass ich das beim Shooting überhaupt nicht berücksichtige. Die Kamera wird zum Beispiel auch so eingestellt, die belichtet auf dem hellsten Bildpunkt, dass der nicht überstrahlt, alles andere ist ja wurscht. Alles andere mache ich zu Hause im Post. Weil mehr Gradation als der Sensor fassen kann, kann ich sowieso nicht fassen. Das fasse ich alles. Und wenn ich 10, 12 Bit, also 4 Bit Reserve habe, reicht das, wenn mein Histogramm im Achtel vom Teil liegt und ich habe am Schluss noch immer die volle Farbauflösung. Das heißt, Belichtung ist etwas, mache ich zu Hause. Verlaufendes Grading mache ich so, ich nehme einen Frame am Anfang des Verlaufs, einen am Ende, grade die mit der Hand. Und wenn ich dann für jeden Frame diese zwei Lookup-Tables blende, also prozentuell übereinander lege, dann kriege ich genau einen Verlauf hin. Das heißt, das Video verläuft von diesem Farbgrading zu diesem Farbgrading mittendrin. Also die Frage ist, ich kann ja mehrere Beispielframes haben. Also ich kann das einstellen, aber so standardmäßig hole ich mal alle 2 Sekunden oder alle 4 Sekunden einen Beispielframe raus und dann, ich werde das noch vorführen. Es gibt eine Demo, darum drücke ich ein bisschen auf den. Was ich in meinen Tools auch noch unbedingt drin haben wollte, weil es einfach sinnvoll ist, ist automatisches Grading durch lineares Histogramm-Stretching. Was heißt das? Wenn ich dieses Histogramm anschaue, das ist das Bild dazu, merke ich, okay, es gibt keine Pixel, deren Rotwert da noch heller wäre und keine, deren Rotwert da noch dunkler wäre. Dasselbe für Grün, dasselbe für Blau. Was liegt also näher, als die Farbwerte aufzublasen, sodass das Histogramm den ganzen Bereich abdeckt? Meistens, nicht immer, es gibt Bildmaterial, wo das nicht geht, aber für viel Bildmaterial liefert das schon ein unglaublich gutes heuristisches Ergebnis. Für Videos funktioniert das noch besser als für Bilder, weil in einem längeren Video die Wahrscheinlichkeit, dass ich einmal einen knallweißen und einmal einen dunkelschwarzen Punkt drinnen habe, relativ groß ist, größer als wenn ich nur einen Frame habe, sprich ein Bild. Das heißt, im Wesentlichen, was er da macht, ist, das dunkelste Stelle, die überhaupt vorkommt, schwarz zu machen, die hellste Stelle, die überhaupt vorkommt, weiß zu machen und alles andere dazwischen zu interpolieren. Damit kriegt man fast immer, da braucht man sich nicht viel spielen, 70% der Videos
verreicht das völlig, das automatisch zu machen. Ja, zweites Kapitel, das wäre so die Farbkonversion. Zweites Kapitel, Bildverbesserung. Da gibt's viel dazu zu sagen, weil ich kriege jetzt relativ rohe Sensordaten und ich empfehle es übrigens auch bei der Fotografie zu machen. Was man nämlich Sharpening, die Shaking und so weiter. Was heißt das? Ein Bild, das vom Sensor kommt, schaut am ersten Blick total unscharf aus, weil die Kanten, die Verläufe, also wenn das von links nach rechts geht und das ist die Helligkeit auf irgendeinem Kanal, dann liefert der Sensor so ein Bild. Wenn ich das aber dann so umrechne, dann kriege ich erst so dieses krispelnde, scharfe Format. Das sollte ich für eine bestimmte Bildgröße immer extra machen. Diese Verfahren gibt es in FFmpeg, Image, Magic, Nick, überall. Aber es gibt auch Verbesserungen, die das intelligenter machen, weil natürlich auf diese Weise verstärke ich auch mein Bildrauschen ganz wunderbar, wenn ich das einfach nur so mache. Also da gibt's, da ist Luft nach oben. Das zweite, was ich unbedingt möchte, ist Noise Reduction, also das Sensorrauschen wegzuräumen. Je wärmer der Sensor ist, desto mehr rauscht, also desto mehr Pixel gibt's da drinnen. Gute Kameras haben eine Sensorkühlung, die hat zum Beispiel eine In-Sensorkühlung drinnen. Aber die Noise, ja, und was ganz wichtig ist, die meisten Kameras haben Noise Reduction, auch die Fotoapparate, schalten Sie die ab. Die müssen ja innerhalb von wenigen Sekunden das Bild abspeichern, die können sich also nicht leisten, ordentlich zu rechnen. Was Sie also machen, ist, es gibt die unterschiedlichsten Noise Reduction Methoden, Blur, Adaptive Chroma Blur, das sind also die schnellen. Man kann hier wirklich wesentlich mehr rausholen. Ja, das ergibt dann so Puderquasteneffekte. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber für all diese Algorithmen ist irgendwo der Punkt erreicht, wo er Bilddetails für Rauschen hält. Und dann schneidet er die Bilddetails weg. Und das setzt natürlich nicht linear ein, sondern betrifft bestimmte Bildteile. Und man sieht, also man hat das Gefühl, dass über dem Schilf da so ein Schwamm drüber gewischt hätte. Oder ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, da hat man das Gefühl, dass da einer drüber gewischt hätte, über diesen Bildteil. Also am Bildschirm sieht man es besser. Auch da oben, da sieht man die Lamellen noch schön und auf einmal gibt es gar keine Lamellen mehr. Es gibt aber keinen Verlauf dazwischen. Wenn man sich das anschaut, die Lamellen hören plötzlich auf und es ist nur mehr grau. Das ist, was die billigen Algorithmen anrichten. Es gibt wesentlich komplexere Algorithmen, die rechnen allerdings auch wesentlich länger. Also Wavelet Denoiser, DCD Frequency Domain Filtering, Shape Adaptive Blur und das ist eines der besten Dinge, die ich gefunden habe. Allerdings, das kann man nur im Post rechnen, das rechnet nämlich wesentlich länger. Also wenn ich sowas einschalte, dann geht mein Server ein auf ein Frame pro Sekunde oder so. Aber egal, ja, wenn ich mir die Zeit nehmen möchte, wenn das eine Sequenz ist, wo ich dieses Feature brauche, dann rechne ich das halt einfach mal in Ruhe. Und warum ist das so? Weil es gibt einige wissenschaftliche Arbeiten, einige Dissertationen, die da drinnen stecken, die auf einer mathematisch fundierten Basis versucht haben, dieses Problem verbessert anzugehen. Und ich habe mir das mal angeschaut, allein schon um die Parameter zu optimieren. Ich gebe zu, dass ich es dann nicht mehr in jedem Detail gelesen habe. Die Resultate sind sensationell. Vielleicht kann ich das noch zeigen. Das ist Demo 8, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist das Original. Das ist, was normalerweise passieren wird, wäre einfach ein Blur, dann ist der Noise weg. Wenn ich nach dem Blur wieder ein Sharpening drüber laufen lasse, wird es ein bisschen besser. Und wenn ich das mit einer verbesserten Methode kriege, ich deutlich mehr Details. Und selbst die Methode, die ich für High ISO verwende, frisst fast keine Details und nimmt trotzdem den Noise weg. Allerdings, was kostet es? Rechenzeit. Ziemlich viel. Deswegen kann das in einer Digitalkamera nicht funktionieren, weil ich dort diese Rechenzeit nicht leisten kann. Aber zu Hause, wie gesagt, idelt das am Server hinten vor sich hin. Ist mir völlig egal, wie lange das rechnet.
Dort ist das natürlich eine gute Sache. Ja, und ich wollte all diese Sachen auch im Video haben. Das ist nur für Foto gedacht. D-Shaking gibt es noch, damit kann ich Kamerazittern eliminieren. Bitte trotzdem ein Stativ verwenden, weil die Unschärfe im Frame kann ich nicht korrigieren. All diese Dinge wollte ich haben. Timeline Denoising, also dass ein Pixel, obwohl sich die Farbe nicht ändert, von Frame zu Frame wechselt, also so ein Krispel und Rauschen, auch das kann man herauskriegen. All diese Dinge wollte ich also haben. Was ist jetzt also der Workflow? Ich habe eine zentrale V-Grade Utility und ein Steuerskript, das muss man verstehen als so eine Art Makefile für mein Video. Das schaut, auf das Steuerskript gehe ich noch ein. Und es gibt verschiedene Steps, die ich hier durchführe. Ich zeige es dann gleich in der Demo. Ich extrahiere mal die Frames aus dem Video und versehe sie gleich mit einer Identity Loop. Ich bin es nicht. Besser. Okay. Dann wende ich ein automatisches Grading drauf an und setze noch ein händisches hinten nach. Kann ich allerdings auch steuern. Dann nehme ich von diesem händischen die Lookup-Tables, rechne einmal das durch und wende auch die ganzen Bild-Enhancements an und schaue mir das im Preview mal an auf den Beispiel-Frames, ob mir das gefällt. Und dann nehme ich dieselben Enhancements und dieselben Loots und rechne einmal das Video durch. Das darf dann dauern, solange es will. Auf all diesen Workflows bin ich mit 16-Bit unterwegs, aber da reichen mir 8-Bit völlig. Und damit bin ich bei der händischen Arbeit relativ flott. Ja, so schaut so ein Steuerskript aus. Das musste ich entwerfen, irgendeine Sprache. Da gibt es also die verschiedenen Phasen, die ich beschrieben habe. Die Extract-Phase, die Histogramm-Phase, Autocaller, Preview und Final. Und da kann ich überall schreiben, okay, in der Extract-Phase möchte ich arbeiten mit FFmpeg und das sind meine Parameter. Da möchte ich mit Graphics Magic arbeiten, da mit Image Magic. Normalerweise stehen da einfach Parameter, die ich mir aus der Mainpage von dem entsprechenden Tool rausholen kann. Ich kann also alles da reinschreiben. Das interessiert mein Skript gar nicht. Aber für bestimmte Dinge habe ich halt so Kürzel, sprich Makros geschrieben, die sich hier auflösen lassen. Das ist zum Beispiel das Auto-Leveling, das ist die Lookup-Table. Also das ist das De-Shaking, da brauche ich nicht den kilometerlangen Command-Line-String hineinschreiben, sondern damit geht das leichter. Das ist aber ein ganz normaler Command-Line. Ja, und damit komme ich zur Demo. Hoppala. So. Ich möchte nämlich als Highlight hier Demo das Ergebnis hier wegschmeißen und zeigen, wie sich das verwendet. Das ist also so der Aufruf. Damit werden einmal die Bilder extrahiert. Also die Bilder, welche Bilder genau? Es werden die Beispielframes extrahiert. Das sind für unser kleines Beispiel gerade mal 2. Und das Ergebnisvideo wird dann ungefähr 5 Sekunden haben. Bitte, das ist ein Netbook mit 700 MHz oder so. Und Sie werden dann sehen, ich muss die Full HDs auf die halbe Größe rechnen, sonst kann ich sie überhaupt nicht anzeigen. Damit soll auch demonstriert werden, wie wenig Ressourcen ich damit eigentlich brauche. Und als nächstes kommt dann die Histogrammphase, die Preview-Phase. Das möchte ich mir jetzt, wir ein bisschen den Fernsehkoch machen, aus Zeitgründen ersparen. Ich habe das schon vorbereitet. Es dauert wirklich nicht lange.
Und was ich dann im Endeffekt mache, das ist also mein Bild. Es gefällt mir nicht, ich finde, es ist zu dunkel. Was ich also einfach mache, ich gehe in, ja, wenn man sieht, da unten ist der Lookup-Table. Und ich muss mich jetzt einfach darauf konzentrieren, dass ich nur Farbkonversionen mache im Editor. Wenn ich natürlich den Lookup-Table beschädige, durch irgendein Sharpening funktioniert das nicht mehr. Aber solange ich da in dem Colors-Menü bleibe, kann eigentlich nicht viel passieren, kann ich machen, was immer mir einfällt. Also mir fällt zum Beispiel ein, ich möchte da die dunklen Bildbereiche etwas heller haben, aber die hellen sind mir eigentlich zu hell. Und außerdem finde ich, ist mir die Farbe zu blass. Ich gehe in die Hue Saturation und... Ah nein, das machen wir später. Brauche ich eine Farbverschiebung? Ja, die Saturation drehen wir mal ordentlich auf, damit das ein bisschen bunter wird. Weil sonst ist das irgendwie traurig. Bitte? Na komm, heute noch. Ja, und dieses, da machen wir irgendwas ganz anderes. Ich muss, das werde ich dann später noch zeigen, ich muss sie nicht alle beantworten. Ich kann uns hergehen und sagen, und dieses Grading jetzt alle rechts davon. Und dann arbeite ich von dem weiter. Was machen wir da? Da machen wir irgendwie was Künstlerisches, nur damit man auch sieht, dass hier ganz verrückte Effekte gehen. Wir färben das Lila ein. Und außerdem machen wir es noch auf Poster, also auf nur wenige Farben, haben wir so einen Art-Effekt vielleicht. Also damit will ich demonstrieren, dass man nicht auf lineare Farbverschiebungen beschränkt ist, sondern jede Farbkonversion, die immer einem einfällt, man hier anwenden kann. Dann muss ich einmal sagen, wenn das mehrere sind, würde man auch einen Effekt sehen, nachdem es nur zwei sind, sehe ich keinen Effekt, dass ich sage, apply loot gradually. Da steckt also auch nichts anderes als ein Skript dahinter, dass man hier im Hintergrund rechnen sieht. Dass also diese Lookup-Tables jetzt interpoliert, also wenn es mehrere Frames wären, jetzt sind es nur zwei. Man sieht auch schon, dass er da die Lookup-Tables in dem entsprechenden Ordner ablegt. Und jetzt kann ich mein Video graden und das wird das den restlichen Vortrag im Hintergrund füllen. Hoffentlich wird es fertig, schauen wir mal. Sollte sich knapp ausgehen. So, während das im Hintergrund arbeitet, zu diesen Makefiles, das ist natürlich relativ leicht, die auszutauschen. Wenn ich zum Beispiel hier dieses Antistrophic Smoothing haben möchte, dann füge ich hier einfach eine Section rein und sage, okay, die Frames sollen dann nachher noch so bearbeitet werden. Oder ich möchte ein besseres Sharpening haben, das ist übrigens sehr zu empfehlen. Das andere ist einfach das Schnellste. Ich möchte die Helligkeit anders schärfen als die Farbinformation. Dann ist das zum Beispiel ein Command String, der sich bewährt hat. Ja, das ist zum Beispiel etwas, das ich verwende, um aus meiner älteren Kamera, die noch kein Full HD hat, abzusamplen. Weil nur einfach Resize Image, das ist langweilig, das geht viel besser, wenn man die passenden Informationen rausholt und ich bin immer noch am Lesen, aber wenn man da zum Beispiel nachliest von Leuten, die wirklich sich mit Bildbearbeitung im Detail auskennen, gibt es da einen definierten Filter, was auch immer, um diese Videos auf 1920x1080 zu kriegen. Und außerdem brauchen die dann einen anderen Anschabfilter, damit sie so gut wie möglich halt noch in ein Full-HD-Material reinpassen. Und ich erhoffe mir eigentlich, dass wenn dieses Tool ein bisschen um sich greift, dass es dann regen Austausch an Steuerskripts gibt, was eben für welches Material am besten geeignet ist. Das heißt, ich habe eigentlich alles, bis auf dieses Farbgrading, das ich nun mal nicht im Skript darstellen kann, weil das muss ich mit einem Tool erarbeiten, da drinnen abgespeichert und kann das entsprechend verwenden.
Zweitens, was ich noch herzeigen möchte an dieser Stelle ist, ja, da müht das in der Zwischenzeit, man sieht es ein bisschen. Wie gesagt, ich habe die entsprechenden Skripts hinterlegt, um auch sowas zu machen wie, wenn ich jetzt mehrere Beispielframes da habe, zu sagen, okay, ich möchte das jetzt graden, ich glaube 700 MHz oder so, und ein guter Ventilator. Ich sage, okay, wir wollen hier den Flieder deutlich heller haben, aber da oben, das ist was, was man oft braucht. Bitte? So, und jetzt kann ich sagen, okay, ich will diese beiden Frames auf genau, also applied from left to right. Das heißt, nimm diesen Lookup-Table und appliziere ihn auch auf den Frame rechts daneben. Und wie viele ich halt immer gerade ausgewählt und markiert werden. Wie gesagt, im Hintergrund rendert das Video, deswegen braucht das ein bisschen. So, und dann kann man es auch graduell machen, sagen, okay, ich möchte von da bis daher ein verlaufendes Grading haben von dem ersten zum letzten Frame, Beispielframe. Das wird jetzt ein bisschen rechnen, schauen wir es uns dann später an. Wie geht es dem Video? Ja, den nächsten Frame hat er schon gerechnet. Schauen wir es uns dann am Schluss noch an. Vielleicht an der Stelle, ich habe nur mehr wenig zu sagen zu dem Thema heute. Was wir mit dieser Methode auch können, ist das, was in der Industrie natürlich Standard ist, nämlich Grading und Cutting zu parallelisieren. Cutting ist Zeit. Musik dazu, Text dazu, Schnitt, Überblenden. Also wie komme ich von einem Clip zum nächsten, das ist Cutting. Wir reden ja die ganze Zeit von Grading, aber selbst mit einem Tool, also mein Videoschnittprogramm ist das Sinne Lehre, es geht auch mit den anderen genauso. Mit dem ist es schon möglich, das zu parallelisieren. Ich mache irgendein schnelles Raw-Grading, deren einziger Zweck ist, dass ich ungefähr sehe, was auf dem Bild drauf ist. Farben sind vollkommen wurscht und mit dem kann der Cutter oder die Cutterin schon anfangen, das Video zu machen. Und währenddessen macht jemand anders oder parallel dazu im Server im Hintergrund das Grading, so wie uns das gefällt. Sinne Lehre erzeugt dann am Schluss einfach so ein XML-File. Na, es ist ziemlich einfach, dann die Sourcen mit einem Seed-Skript auszutauschen und dieses Rendering mit den ordentlichen Videos zu machen, statt mit den Raw-Videos. That's all it needs. Das ist also sehr zu empfehlen. Ja, in der Zwischenzeit ist der ein bisschen weiter. Ja, was man sieht, ist, dass dieses Grading langsam verlaufend bis ins Dünklere geht. Ja, also es wird am Anfang so hell gegradet und dann langsam verlaufend runter. Das heißt, auf meinem Desktop geht das, und ohne Bild, ohne dem Video im Hintergrund, geht das eigentlich relativ schnell. Der ist schon fast fertig, das heißt, ich werde es noch vorführen können, was wir heute gegradet haben. Ich komme schon zum Summary.
V-Grade, die Bedienung ist für mich machbar. Mir ist es eigentlich lieber so mit einem ordentlichen Steuerskript, wo ich reinschreibe, was ich wirklich haben will, wo ich das reproduzieren kann, wo ich das sehen kann, als mit irgendeinem grafischen Tool, mit irgendwelchen Nodes, wo ich nie weiß, wie ich das abspeichern soll. Mit allen Vorteilen, die Skripts eben bieten, kopierbar, versionierbar, automatisierbar. Remote Grading ist ganz, ganz leicht. Also all meine Server, die irgendwo stehen, graden im Hintergrund Videos mit einem entsprechenden Nice Level. Die Qualität des Videos am Schluss ist absolut top, weil das definitiv die besten Algorithmen sind, die es gibt, weil ich habe sie ja extra zusammengesammelt aus den verschiedensten Tools und da steckt auch genug Mathematik drin. Und sollte ich nochmal draufkommen, es gibt noch das Tool irgendwas, dann ist es auch kein großes Problem, das noch dazu zu nehmen und das auch noch verfügbar zu machen und in diese Chain mit einzubinden. Es gibt eine rudimentäre Website, wo man sich das Ganze anschauen und runterladen kann. Ich würde nur bitten, ein paar Tage noch zu warten. Ich habe jetzt auf dieser Konferenz so viele Anregungen bekommen, noch Sachen zu verbessern, dass ich das gerne noch tun würde, bevor man es wirklich zum Einsatz bringt. Also bevor Sie es ausprobieren, würde ich mich freuen, wenn Sie das dann mit ausprobieren. Da sind Example-Videos und da steht drin, wie man das installiert. Es wird dann auch in Kürze ein Debian-Package dazu geben, das man von meinem Repository einfach installieren kann. Dann sollte das kein Problem sein. Ja, kontaktieren kann man mich von dieser Webseite und man kann diesen Vortrag auch auf zwei Arten lesen, nämlich auf der einen Seite als Vorstellung eines neuen Tools namens V-Grade. Man kann es aber auch sehen als Beispiel einfach, wie viel man erreichen kann mit ein paar hundert Zeilen Shell-Skript, weil viel mehr und einen Haufen Know-how, weil viel mehr ist in Wahrheit nicht dahinter. Das gebe ich offen zu. In der Zwischenzeit kann es gar nicht glauben, ist unser Video fertig. Wir müssen es nur noch kleiner rechnen, weil sonst können wir es nicht anzeigen. Das werde ich tun, das dauert nicht lang. Sie sehen schon den Namen, wie half heißt, rechnen es auf halbe Größe. Und dann, und wir werden sehen am Anfang dieses durchaus realistische Grading, ich sage, okay, so will ich das Bild vielleicht haben, und dann strukturiert das in das, sagen wir mal, Artistic Grading. Und die Farbverschiebungen werden aber vollkommen unabhängig von der Bewegung des Videos gerechnet. Damit man es jeder glaubt, ja? Okay. Ja, damit kann ich schließen. Bleiben noch ein paar Minuten für Fragen mit meinem ewigen Aufruf Mind the Command Line. Ja, also das steht schon in der Gebrauchsanleitung. Ich habe auch all die Präsentationen online auf dieser Webseite, da stand es ja auch drinnen. Und in dem Debian-Paket wird das sowieso als Abhängigkeit geführt. Ja, also das. Es sind aber, wie gesagt, nicht so viele. Es sind die vier Command-Line-Tools. Also eigentlich etwas, was jemand, der Bildbearbeitung und Videobearbeitung betreibt, sowieso am Rechner hat normalerweise. Es ist kein sophisticated, fancy. Und wenn man den Geeky nicht mag, bitte, dann nimmt man eine andere Bildbetrachtungssoftware. Der Geeky hat hier nur als reine Betrachtungssoftware gedient.
Aber wir brauchen irgendwas sinnvollerweise, wo man einen Mechanismus hat, wo man im Untermenü ein eigenes Skript einbinden kann. Das ist alles, was diese Software können muss. Wenn sie es an einem anderen Bild bearbeitet, in KDE oder irgendwas, ist überhaupt kein Problem. Das ist nur halt mein Tool. Und auch wenn Ihnen der GIMP nicht gefällt, sondern ich weiß nicht, gibt der andere, auch kein Problem. Also das ist alles beispielhaft. Ja, ich verwende es auch also diese Schärfungs- und die Noising-Algorithmus verwende ich auch für meine Fotos. Das heißt, in all meinen Kameras werden, finde ich, in den Kameras mittlerweile wirklich sehr gut gemacht. Ich sehe die Notwendigkeit für Post in den seltensten Fällen. Aber das Denoising, da ist wirklich noch Luft nach oben, einfach weil die Kameras ja die Rechenzeit nicht haben. Für einen Full HD Frame rechnet das doch schon relativ lang, aber für einen 12 oder 16 Megapixel Frame rechnet mein Standrechner Denoising 5 Minuten. Ja, also darüber sprechen wir. Natürlich ist dann auch das Ergebnis entsprechend besser, wenn wir entsprechend Aufwand treiben. Das kann eine Spiegelreflexkamera natürlich nicht leisten, diesen Rechenaufwand. Da können sich die nur die billigen Verfahren leisten. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht statisch. Ich bin überzeugt, dass ich noch in Kürze auf die unterschiedlichsten Tricks draufkomme beim Arbeiten, die dann in entsprechenden Skripts hinterlegt werden. Also das ist eigentlich der Arbeitsauflauf, wie ich habe, was Skripts, die sind für schnelles Arbeiten. Ich habe noch eine GoPro im Einsatz, wo man das alles mal flott runtergradet, damit man sieht, ob das irgendwie sich überhaupt lohnt, den Clip näher anzuschauen. Und dann macht man es ordentlich und dann kriegt man auch ein gutes Bildmaterial. Wenn es keine Fragen mehr gibt, werde ich mich freuen über viele Leute, die das ausprobieren, die das mal installieren. Wie gesagt, bitte nicht gleich heute Abend, sondern vielleicht noch bis Montag, Dienstag warten, weil ich gerne Anregungen von der Konferenz noch einbauen würde. Bitte? Ja. Ja. Gut, also, Mainz, the Command Line. Herzlichen Dank.